Grüß euch miteinander. Schön, sind Sie wieder dabei. Vor über 800 Jahren haben die Mönche im Kloster Pelé den Tetemoan erfunden. Der Würzig-Käse ist um die halbe Welt bekannt. Wir haben auch etwas Feines erfunden. Das ist ein Apero, genau ein Birnenbrot und dann mit Tetemoan drin. Und das sind meine Zutaten. Bonsoir, mes frères, et bonsoir, ma sœur. Aujourd'hui, was ist mit dir los? Identifikation mit dem Produkt, weißt du? Mönch, Klosterkäse, verstehst du? Identification au produit. Ja, das leuchtet mir ein, also dann mache ich weiter. Voilà. Ich habe hier gerade ein halbes Mehl in den Teffi verbröckelt. Jetzt kommt das Wasser dazu. Und jetzt tue ich es einfach gerade ein bisschen anrühren. Und eine Viertelstunde stehen, bis schön schäumelt. Das ist der sogenannte Vorteig. Da haben natürlich schon einen vorbereitet. Der schäumelt schon schön. Du willst eine Rosette du Fromage au Tetemoan? Ja, nachher gerne. Aber weißt du, du könntest mit den Herdöpfeln, die ich dämpfe, also mit der Gabel verdrücken. Mhm. Quetsche les pommes de terre. Da gebe ich jetzt noch Salz rein. Ah. Und die restlichen Zutaten. Sehr gerne, gerade rein. Ja. Hoppe. Voilà. Der Vorteil des Vorteigs ist natürlich, so schwere Zutaten wie jetzt hier der Herdöpfel, der geht viel besser auf. Und er hat natürlich auch länger Zeit, weil hier ist er schon eine Viertelstunde am Aufgehen und den lassen wir ja auch noch einmal aufgehen. Den knete ich dann sehr schön, kneten, bis er eine glatte Oberfläche hat. Und anschliessend kommen dann die Speckbirnenwürfel rein. Die habe ich noch vorher mariniert. Mit Rosmarin, mit Aceto Balsamico, mit Olivenöl. Und jetzt, wenn es dann der glatte Teig ist, kommen wir rein. Wenn der schön parat ist, dann lassen wir ihn aufgehen. Eine halbe Stunde oder eine Stunde aufs Doppelte. Et maintenant une Rosette. Oh, merci bien. Mmh. Gut. Bon appétit. Mmh. Il y a beaucoup de monde qui, es hat also sehr viele Leute, die ja immer selber kochen, gerne kochen. Das ist gar nicht nötig. Gehen Sie doch einfach in ein Coop-Restaurant. Es gibt sehr, sehr viele gute Gründe dafür. Ein Coop-Restaurant ist immer in der Nähe. Gerade neben dem Laden, mitten im Zentrum und meistens mit einem Parkplatz. Bei der Ausstattung legt man Wert auf das Ambiente, den Komfort und auf die Gemütlichkeit. Aber erst das geschulte Personal, die gepflegte Küche, die frischen Produkte und die Liebe zum Detail machen den Aufenthalt in einem Coop-Restaurant zum Erlebnis. Im kürzlich eröffneten Wankdorf-Restaurant im Stade de Suisse ist das Team vom Küchenchef Martin Fürst am Rezeptieren und Ausprobieren der Weihnachtsmenüs. Alles wird sorgfältig geprüft, kontrolliert, ausprobiert und immer wieder degustiert. Auf die Festtage sollen die Gäste auch dieses Jahr wieder nach allen Regeln der Kunst verwöhnt werden. Was hier liebevoll entwickelt wird, kann man ab Mitte Dezember in allen Coop-Restaurants geniessen. Zuerst ein Kalbsschnitzel, eine Woche später ein Rindsfilet und anschliessend eine Saltimbocca alla Romana. Alles wie gewohnt zum günstigen Preis. Und wir sind zurück wieder bei unserem Birnenbrot. Da bin ich gerade am Formen von diesen Kugeln. Das hat so 20 Stück gegeben. Jetzt brauche ich ein Loch, wo ich nachher den Käse rein tue. Und das geht am besten, wenn ich Kellenstiel einfach gerade hinten ins Mehl tue. Und dann kann das Loch formen. Zuerst ein bisschen vorformen und dann ein bisschen drehen. Dann wird das Loch immer grösser. Aufs Backblech setzen und ich schaue, dass sie sich knapp berühren. Und das mache ich hier mit all denen natürlich weiter. Da gibt es ein schönes Brot von 20 Brötchen, decke es denen zu, dass man eine halbe Stunde aufgehen kann. Und vor dem Backen binden sie es noch an mit Wasser, das gibt ihnen so einen schönen Glanz. Bei 200 Grad, wenn eine halbe Stunde wird es backen, und dann sieht es etwas so aus. Weil der René, der hat ja bereits hier die Tetemoan. Tetemoan, le pain de so. Sehr schön. Für die genauen Zutatenmenge und für das ganze Rezept lese ich das Internet oder die Coop-Zeitung. Mmh. Das Spachen ist halt einfach am besten. Hey, René, du hast zum Fall heute echt Mühe gegeben. Alles stimmt. Mönchskutte,
Tonsur. Tonsur. Super. Ey. Was Tonsur? Oder keine Tonsur? Geht's noch? Auf jeden Fall schauen wir einander. Schönen Abend. Tonsur ist eine Glatze. Sicher eine Glatze. Nein, das ist ein bisschen, die Locken sind ein bisschen über.